Magnetismus beherrscht unsere Welt und versteckt sich in unserem Alltag überall. Magnete lassen sich zu den unterschiedlichsten Zwecken nutzen. Zum Beispiel an einem faulen Sonntagnachmittag. Permanentmagnete finden sich in jedem Haushalt. Aber für die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind sie oft zu schwach. Mit Elektromagneten können vielfach stärkere Magnetfelder durch elektrische Ströme erzeugt werden. Der Umgang mit zu hohen Stromstärken ist zu Hause jedoch nicht so einfach. Am Ende scheint es so, als blieben die meisten Objekte in unserer Welt von Magneten vollkommen unbeeindruckt. Oder bräuchte es dazu etwas stärkere Magnete? Machen wir uns also auf die Suche nach stärkeren Magneten, als sie im Haushalt zur Verfügung stehen. Typische Permanentmagnete sind häufig recht schwach. Elektromagnete sind im Vergleich dazu stärker. Wirklich starke Elektromagnete gibt es zum Beispiel auf dem Schrottplatz. Noch stärkere Elektromagnete verwenden Krankenhäuser unter anderem in der Kernspintomographie. Vergleicht man die magnetischen Feldstärken, erscheint es zunächst so, dass größere Objekte stärkere Magnetfelder besitzen. Betrachten wir nun die Erde, müsste deren Feld doch extrem stark sein, aber trotz ihrer Größe besitzt die Erde doch ein überraschend schwaches Magnetfeld. Wobei... Moment mal. Das lässt sich ändern. Der Ursprung des Erdmagnetfelds liegt im Inneren der Erde, genauer gesagt im äußeren Erdkern. Hier führen Rotationen und Strömungen im flüssigen Metall zu elektrischen Strömen. Durch diese wird, ähnlich wie bei einem Elektromagnet, ein magnetisches Feld erzeugt. Annahme 1. Es wäre möglich, Zugang zu den Strömen im Erdkern zu bekommen. Annahme 2. Jemand würde eine Maschine bauen, die in der Lage ist, diese Ströme zu beschleunigen. Annahme 3. Dieser jemand wäre so wahnsinnig, die Maschine in Gang zu setzen. Was würde dann eigentlich passieren? Alle Gegenstände auf der Erde befänden sich jetzt in einem unglaublich starken Magnetfeld. Sie würden zuvor unbemerkte Ausprägungen von Magnetismus zeigen. Aluminium beispielsweise ist paramagnetisch und würde vom Magnetfeld angezogen. Die Mehrheit der Stoffe, selbst viele Flüssigkeiten, würden abgestoßen. Sie sind diamagnetisch. Eisen und wenige andere Elemente sind ferromagnetisch. Sie würden extrem stark angezogen. Insgesamt würde uns auffallen, dass nahezu jede Materie auf Magnetfelder reagiert. Nehmen wir zusätzlich an, das Magnetfeld verstärkte sich immer weiter und erreichte durch einen dummen Zufall die Größenordnung eines Neutronensterns. Das hätte überraschende Konsequenzen. Obwohl wir Magnetismus normalerweise mit anziehenden Kräften verbinden, überlagert in extrem starken Magnetfeldern der Diamagnetismus die anderen Ausprägungen. Auch Eisen und Aluminium wären jetzt leicht diamagnetisch. Holz würde zu schweben beginnen und Wasser hoch durch die Luft fliegen. Ebenso alle Lebewesen, die ja zum Großteil aus Wasser bestehen. Aber da sich auch Gedankenexperimente streng an die Gesetze der Physik halten,
bleibt ein solcher Zustand blanke Theorie.